Ah, hier kommt schon hier die Truppe hier. Donalds Mann sind am Start. Schöne MH60 Blackhawk Helikopter. Zurich Spotter. Ich könnte also ein bisschen besser sein. Wir haben jetzt kleine Feuchtigkeitspartikel in der Luft. Die machen einen nebelartigen Schleim quasi. Und der setzt sich vor und auf die Linse des Menschen und der Kamera. Guck mal da, Alter, alles voll, ey. Alle sind bereit, ne? Spotter haben geladen. Hinten ist die Ordnungsmacht. Wann kommt der Donald Trump? Schon für wie? Eine ist schon weg. Eine ist schon hoch, ich weiß nicht, ob es zweimal. Ah, sicher? Ja, es kommen jetzt wahrscheinlich zwei. Okay, ja eben, es kommen zwei. Kenneth, los geht's. Da kommt sie. USA! USA! Oh! Und die Hymne gesungen. Herr Polizist! Dürfen wir uns da herstellen? Vorne liegen wir an den Plätzen. Sollen wir da? Ja, also da auf der Behinderten stellen. Darf ich kurz etwas sagen? Wir kommen von Blue Wind. Nein, okay. Ist Jens ja den besten Platz schon gesichert, oder? und du bist auch da wegen der Air Force One? Ja, ja, logisch. Da ist Technikbegeisterung oder bist du ein riesen Republikaner-Fan? Nein, ich mag die Fotos und ich mag Flieger und Fotografie. Du bist nur durch Zufall hier? Nein. Schon wegen Donald? Ja. Also nein, wegen dem Flugzeug, nicht wegen Donald. Großflugzeug, check. Vielleicht ist das die zweite Maschine? Mal durch, ne? Das ist er. USA! 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 Impeachment! Oh! Impeachment! Ach, so ein Besuch von Donald Trump ist ein bisschen wie Sex. Es ist schön, aber es geht viel zu schnell. Der gute Mann ist gelandet, rucki-zucki. Die Spotter ziehen schon wieder ab. Ich weiß gar nicht, ob die Jungs jetzt vielleicht auf dem Rollfeld irgendwie versuchen, was zu schießen. Naja. Donald Trump has entered Switzerland und mehr gibt es an dieser Stelle jetzt gar nicht zu sagen. Der Atomkoffer ist jetzt in der Schweiz und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir gibt es ein großes Gefühl von Sicherheit. Ich kann jetzt ganz ruhig in die Redaktion fahren und eine schöne Folge zu einen schönen Tag. Noch ein Riegel auf. Boah! Also, Donald geht nicht in Duty Free shoppen, sondern offenbar hat er sich gleich in den Helikopter gesetzt und haben wir hier wieder drei MH60, vier MH60 Blackhawk und zwei Super Puma vom Schweizer Geleitschutz.